Der, also die anderen werden es sicherlich mitbekommen, aber Rafim versucht gerade unauffällig, sich das Ding mitzunehmen. Dem Fakt, dass ich vor euch allen stehe und 2 Meter groß bin, macht er das nicht unauffällig, sondern greift einfach mit seiner Hand das hier Instrument und packt es in seinen Gürtel. Oh, das habe ich hier liegen lassen. Und dann gehe ich einfach weiter. Okay. So könnt ihr wieder dem Schneckenpfad nach draußen führen. Alles ist so, wie ihr es zurückgelassen habt. Immer noch pfeift die Melodie zwischen den Steinen. Immer noch stehen die 6 Elfen dort, die ihr namentlich benennen könnt. Und ja, jetzt durch diese Wandmalereien könnt ihr auch die Stadt noch einmal zuordnen. Das muss, ja, Salasandra sein oder Sassandra, wie die wie Südwall früher geheißen haben muss. Ihr könnt die Hafenanlage erkennen und dann auch diesen großen Kerker, in dem ihr jetzt gerade steht. Tja, muss lange her sein. Und könnt dann wieder nach oben treten. Wenn ihr die Treppe nach oben könnt, geht, seht ihr dort innerhalb des Bannkreises sitzen Serpentilio. Er hat die Augen leicht verdreht und sein ganzer Körper zittert. Kalter Schweiß, der an ihm steht. Sitzt in der Mitte seines Bannkreises. Marmin hat den ganzen Weg ein leises Gebet vor sich hingemurmelt, quasi so als Sicherheitsleine für Serpentilio, so Rata, erbarme dich seiner. Und wenn wir jetzt vor diesem Ding stehen, Vorsicht. Serpentilio sagte, das wäre ein Kreis, der gehörnte Dämonen fängt, wenn auch nicht lange. Wenn jetzt sein Körper vermeintlich dort drinnen ist, dann könnte es sehr wohl der Dämon sein. Aber mir? Nun, um das herauszufinden, müssen wir hineintreten und ihn wecken. Und ihn dann untersuchen. Oh, das geht auch anders. Oder ich ziehe meine Balestrina und schieße ihn ins Bein. Wo wollt ihr ihn schießen? Ins Bein? Ja. Ich versuche nicht. Das macht er sofort. Der Mann hat eine Wunschschwelle von etwa 2. Pass auf. Den Schaden. Ja, aus so 5 Schritt Entfernung. Das kann ist ich versuchen, da zu reagieren? Komm, ich will zumindest versuchen zu reagieren. Initiative. Schnell ziehen, das ist halt wirklich schwer, ne? Keine Ahnung, Inni, mal gucken. Ja. Das ist sogar Inni plus 0. Inni plus Intuition und dann gucken wir halt. Ob ich vor ihm rankomme. Ja, mein Freund, ich glaube, da hast du. Ja, ich habe auch keine Schnitte, aber ich wollte es probieren. Und mit dem, mit diesem Halsdämon um deinen. Dem Gurgelum um deinen Kopf nicht, nee. Ja, ja, ich wollte gerade noch meine Hand einstrecken, aber da hat er vermutlich schon geschossen. Ja. Schaden. Und dann ist die Wunschwelle minus 2. Hast du. Was hast du für eine Wunschwelle? Ach, das ist die doppelt gesenkte Wunschwelle, weil du eine Bolzen-Dings. Ne, ist mal einfach. Ich habe. Entfernung? 11. Ich habe 11 K.O., das gibt mir eine 7er Wunschwelle, also 5, das macht glatt 2 Wunden. Das geht ja noch. Entfernung? Noch irgendwelche Modis? Du hast eine 11 K.O. und. Ja, okay. Ja, sind 2 Wunden. Entfernung ist genau 5 Schritt, also keine Muni raus. Ja. Bein denn irgendwelche Effekte? Weil Zielen bringt doch immer irgendwas, oder nicht? Ja, Bein hindert dich am Gehen. Und genau, Stuff. GS minus. Ich glaube, es zählt ja auch Inni, aber... Ja, da gibt es ein helles Knacken von Knochen und der Bolzen versenkt sich in Serpentilios Bein. Kaltschweißig zitternd wachst du auf mit brutalen Schmerzen. Naja, also das hat jetzt sowas wie funktioniert, Diamantis, aber ich würde es hier als die Basaltfaust-Methode beschreiben. Ja, hätte irgendwer von uns in diesen Kreis reintreten wollen? Moment, reagiert Serpentilio da drauf? Ja, oder? du wirst wach. Oh, okay. Ah, ihr hättet nicht unbedingt. Ah, winkt irgendwie in Richtung von dem nicht stehenden. Salz, sofort! Tut mir wirklich leid, aber war nur ein Streifschuss. Wartet. Ich kann handeln. Zulamin stürzt hin, aber bleibt am Rand des Kreises stehen. Serpentilio, kommt her zu mir. Himmels Willen, seht ihr nicht, dass ich... Ich kann eine Hand nachher ausstrecken. Richtig, es sollte reichen. Der Kreis ist nur, ich glaube, 3 Schritt breit. Ja, also du kannst auch mit deiner Hand über den Kreis rüber. Na, bin ich nicht, ob das für Dämonen zählt, aber Zulamin weiß es vermutlich nicht.
Greift deine Hand schwach. Also du musst ihn irgendwie am Unterarm greifen, wenn du ihn nach Rost ziehen möchtest. Von alleine kriegt er das nicht hin. Ja, ja, komm, also sie wartet auf jeden Fall, bis deine Hand über den Kreis hinausragt und dann greift sie deine Hand und zieht dich zu sich. Ah, Vorsicht, nicht so! Ah, was ist denn das für ein unbedingt? Oh, das ist das Knie. Vorgehen. So testet man doch nicht, ob jemand von einem Dämon besessen ist. Ich versichere euch, ich bin nicht mehr besessen, ihr verfluchten. Ich halte ihn fast, hättet ihr mich nicht. Ja. Vielleicht sollt ihr die Wunde verbinden, bevor ihr verblutet. Nicht, holt jetzt mal den Wolzen raus. Ja, mach ich. Ich nicht hier, nicht hier. Nein. Oh, doch tragt mich bitte einfach. Ja, der Bolzen, der. In der Bolzen steckt nicht. Ich hab eine 4 geworfen. Ja, ich meine, das ist, glaube ich, relativ egal. Ja, wollt ihr auf meinen Rücken? Ja, doch. Er könnte vermutlich sich selbst balsamieren, aber ich glaube nicht, dass das gerade drin ist bei dem Mindset. Ja, ich würde ihn versuchen, auf meinen Rücken zu legen, dann wird er vermutlich meckern, weil das saumäßig wehtut, weil er sein Bein belastet und würde ihn dann einfach tragen wie eine Prinzessin. Hat keiner von uns einen Verbinden. Vielleicht sollten wir ihn erst verbinden, bevor ihr ihn tragt. Blutet doch kaum, seht doch einmal. Habe doch kaum noch Blut. Lasst schon gut sein. Oh, geht! Vielleicht sollten wir erstmal aus dieser Höhle raus. Dass ihr es ja wohl nicht wagt, auf den alten Mann einen Halbtrag zu verschwenden. Wir haben kaum noch welche. Also ich würde jetzt einfach mal den alten Mann und dann hier rausgehen. Und sobald ich aus der Tür raus bin, erinnere ich mich, wie läuft denn das denn ab? Ignoriere ich dann einfach, dass ich da drin war? Der ist einfach den Eingang, oder? Das ist ein Widerwille und den hattest du ja schon durchbrochen. Ne, ich habe ihn nicht durchbrochen, man hat mich einfach nur da durchgeführt, aber ich selber habe den nie durchbrochen. Doch, ich glaube, du hattest die meiste Magieresistenz. Ach ja, stimmt. Nee, du hattest stimmt, die meiste, du hast die anderen durchgeführt. Ah, ja, stimmt, du hast recht. Ja, dann würde ich sie per Tio da raustragen, wir stehen vermutlich in diesem abgeranzten alten Keller, Verlies. Ja, irgendwo weiter hinten kannst du hören, wie Mendarion wohl fröhlich pfeift oder so. Ja, da kommt euch gerade entgegen. Er hat irgendwie ein frisches, zwei freie Kaninchen oder ein Kaninchen und ein Eichhörnchen gefangen. Oh, seht ihr mal, ich habe uns etwas zum Abendessen besorgt. Oh, ihr seht ja gar nicht gut aus. Ignoriert den großgewachsenen Spinner und lauf doch einfach! Er muss ganz dringend mal nach draußen. Bis später. Und mit diesen Worten würde ich dann nach draußen laufen. Ja, so könnt ihr die Festung wieder nach oben. In den ersten und zweiten Stockwerken hört ihr wieder das Flehen und Klagen in Richtung von Ondinai, die euch dann oben im Obergeschoss auch wieder erwartet und euch mit verschränkten Armen anblickt. Na, da habt ihr euch aber Zeit gelassen. Habt ihr was gefunden? Nichts Wichtiges. Ja, herausgefunden, dass meine Kompagnons Narren sind. Das hat doch funktioniert, oder nicht? Und stell dich nicht so an, wir finden hier schon irgendwo einen Heiltrank für dich. Ich hatte die Lage unter Kontrolle, bringt mich einfach aufs Schiff, dann kann ich mich selbst verraten. Sag mir mal, Serpentier, was habt ihr gesehen, als ihr in diesem Kreis zittern saßt? Wenn ich euch diebische Äste von einem Magier garantiert nicht erzähle, sonst finde ich es noch im Spiegel der Magier. Ihr seid furchtbar schlechter Lügner. Naja, ich sag so, was wir gefunden haben, ist von euch nicht für Interesse und ihr würdet selber auch nicht finden. Dann werde ich selbst einmal suchen. Ich wünsche euch viel Erfolg und möge der Mitleidlose mit euch sein. Viele Schätze, so. Nun ja, wenn ihr auf Musikinstrumente als Schatz bezeichnen würdet, dann habt ihr auch viele Schätze. Aber mir, lasst uns einfach gehen. Es ist der Schatz der Kultur. Ja, und während ihr dann an ihr vorbei nach draußen geht, den Burgmauern zum Henkersberg, wo die ganzen anderen aufgehängten Rulattis verwesen, könnt ihr dann auch ungefähr 5 Meter hinter euch hören, wie Ondina ein paar Piraten herbeipfeift und dann wohl im Inneren ihrer eigenen Burg mit ihnen verschwindet, um nach Schätzen zu suchen. Hätten wir etwas von den Dämonen erzählen sollen? Nein, naja, die werden den Raum gar nicht finden, Abelmir. Wird eine 13 mal verfluchte Schande sein, wenn er sie ergreift und davonkommt. Aber da ist jetzt nichts zu machen. Ich werde ihn kein zweites Mal in die Falle locken können.
Ist ja gut, ich hab mich ja schon entschuldigt. Kannst du aufhören, so rumzuheulen? Ja. Können wir erst mal zu einem privaten Ort gehen, bevor wir hier die halbe Stadt zubrüllen? Ja, welchen privaten Ort meinst du denn? Unser Schiff ist vor die Stadt. Ach, betragen. Ja dann. Ich vermute, so also, groß ist die Stadt. Ist das ein Haltrank oder nicht, Serpentilio? Nee, die Stadt ist nicht groß. Ihr könnt dann auf alle Fälle euch zurückmachen über die einzige Straße, die euch ja, führt, beziehungsweise dann rechtzeitig abbiegen, damit ihr dann wieder zu eurem eigenen Ruderboot kommt, was ihr ja leicht außerhalb von Südwall stationiert habt. Ist auf alle Fälle nochmal sicherlich 2 Stunden Fußmarsch und mit einem nervenden Serpentilio auf den Schultern wird das wohl auch nicht sehr angenehm werden. Ey, der streckt mittlerweile so gut das kann, ohne irgendwie von Rafim runterzufallen, die Hand aus. Naja, gut, ausnahmsweise gibt mir das Mistding. Wisst ihr eigentlich, dass die nicht gesund für einen sind, so auf Dauer? Nun, ihr wisst, was ihr da reinmischt, aber endlich nehmt ihr Vernunft an. Es ist allgemein bekannt, dass die Zusammensetzung, je nach Zutaten, eine gewisse addiktive Komponente... gibt mir das einfach. Der beißt den Korken ab und dann kippt sich jetzt ihn runter, hustet noch einmal und verschüttet einen halben Mund voll auf seine Robe. Und atmet dann sehr erleichtert auf. Warte, gucken wir überhaupt, ob er überhaupt eine Wunde hat. Doch, er hat immer eine Wunde, weil das waren Fate-Würfel, sorry. Er hat beide Wunden, okay. Ja. Besser. Wartet. Oh, Grafim? Ja. Greif den Bolzen und einmal ziehen, ja? 3, 2, 1, groß. Ja, er schreibt wie ein kleines Mädchen, aber immer ist das Ding draußen, bevor der Halt dran geht, irgendwie einwächst. Oh, ihr könnt mich in der Platz sehen. Ich muss nur einen Moment sitzen, ja? Also der Mitleidlose wäre stolz auf euch. Es sind eher sicher. Ja, ich würde ihn mal hier, wir sind vermutlich gerade ein bisschen die Straße hochgelaufen, an Rand der Straße setzen. Wollt ihr jetzt erzählen, was passiert ist? Weil ihr wart auf einmal eine... Glasfiguren, dann seid ihr zersprochen und dann saßt ihr auf einmal in diesem Dämonenzirkel. Nun, da ich selbst kein Dämon ist, bin, werdet ihr sicherlich darauf gekommen sein, dass in Glasscherben zu zerspringen nicht unbedingt zu meinem für gewöhnlichen Verhalten gehört. Ihr hättet also darauf schätzen können, dass es sich hier um eine Illusion handelt, in der darauf abgezielt war, euch von meiner nun besessenen Person zu spalten. Glücklicherweise hatten wir die Falle für ihn ausgelegt und es hätte sicherlich hinreichend. Ah! Okay, ich hab's. Sicherlich. Gehalten, bis ich ihn unter Kontrolle gehabt hätte, wärt ihr nicht vorbeigekommen und hättet meine Konzentration gestört. Immerhin habt ihr ihn mir auch aus dem Kopf geholt, hm? Flackern, Frosty. Haben Sie ihn mir aus dem Kopf geholt oder ist er jetzt Beifahrer? Nee, durch das Lied der Reinheit, das ihr gespielt habt, ist der tatsächlich dann jetzt auch zum zweiten Mal gestorben. Bitte. Ich wollte ihn echt heraustragen. Überlebt denn dann Diamantis-Dämon das? Oh, das ist eine gute Frage. Ja. Aber der war ja auch live dabei. Der Gurgulum, ne? Dann ist der Gurgulum tatsächlich... Der hat Schutz gegen göttliches Wirken und Antimagie und Stuff. Okay, du musst mir sagen, wie heavy dieses Lied ist. Ja. Also wenn das als heiliger Boden zählt, dann können wir es von ihm verabschieden. Da hilft kein Schutz also, gegen. Das ist ein Lied, der... Das kann ich euch tatsächlich mal sagen. Astralenergie, die... Ja, Lied der Reinheit, wie wirkt das? Lied der Reinheit ist ein magisches Ritual, nicht wahr? Das ist ein Elfenritual. Sag mir bitte LKP Stern, wenn du kannst. Oder zumindest eine grobe Zugrichtung. Azael Schalachkraut hat das doch auch einmal eingesetzt, als wir zu Hafax ins Lager sind. Nee, als wir in der Wüste waren. Da ist das Redenslied. Sicher? Relativ. Du warst nämlich nicht dabei. Ja, so, jetzt mir da erzählt. Mehrfach. Müssten wir mal reinschauen in das Lied der Reinheit. Also ja, wie gesagt, Effekt ist mir gerade relativ wurscht, sag mir LKP Stern, weil dann kann ich dir sagen, ob überhaupt eine Chance besteht. Also Astralenergie sind 168, Analyse-Schwierigkeit ist 22 oder 19 für Elfen, ZFP Stern 25. Diamantis, hast du ihn aufgeschrieben? Sonst muss ich gerade meinen Zettel wirtschaftlich suchen. Dann hatten wir ihm Immunität oder... Oh, wir haben ihm... Das ist zusätzliche Aktion, das ist der falsche Dämon. Ich habe keine Immunität, gibt nur Resistenz, oder? Nein, sollte er nicht eigentlich in seinem Thread drin sein?
Ich glaube, da wurde der Gurgulum nicht reingepostet, nein. Ich weiß, wir haben das irgendwo aufgeschrieben. Tatsächlich, dann würde ich auch den Gurgulum von dir jetzt abfallen lassen, dann stirbt er jetzt auch langsam weg. Aber das ist die Frage, wenn er Resistenz hat, geht das da durch, aber wenn er... geht das mit 2 Zettel 4 Sterne oder so durch. Halt. Aber wenn er Immunität hat, dann natürlich nicht. Also da sind 168 ASP reingeflossen von vielen, vielen Elfen. Das war halt das Sippen-Seelen-Lied. Wenn das dazu gedacht ist, dunkle Pforten zu schließen, dann gebe ich dir recht, das sollte der Gurgulum sollte sterben. Also ich kann ihn nicht finden. Also das Ding ist halt da, um einen erzähnlich, also ein mehrfach gehörnten Dämon wegzuschicken. So, und dein Gurgulum hat jetzt wie viel? Ein Horn? Zwei Hörner? Drei Hörner hat dieser. Drei Hörner. Ja gut, das Ding, was das Lied eigentlich wegschickt, hat mehr Hörner. Oh, ich meine, wie gesagt, ich kann nirgendwo finden, wo ich ihn aufgeschrieben hätte. Ja, Asche dann, auf mein Haupt. Von daher gehen wir jetzt von der weniger sinnvollen Interpretation aus und wir machen bei nächster Gelegenheit 9. Ja. Ich habe das Merkst Gefühl, du dass denn überhaupt, dass das Vieh stirbt? Yes, oder? Sofort, instant. Ah. Denn er ist ja der Verbindung zum Beschwörer. Und ja, Diamantis wird es auch merken, denn er wird schwächer. Er hat endlich keine Halsschmerzen mehr. Genau, und es hat auf ihm fiese Dinge zuzuflüssen. Das Kratzen in deinem Hals lässt nach. Du bist zwar immer noch ein Paktierer, aber der Dämon ist weg. Und deine Kräfte, also deine Konstitution und Körperkraft und so, das wirst du jetzt langsam über diesen Fußmarsch dann verlieren. Gut, dass wir aufgepasst haben. Diamantis, wir müssen eine allgemeine Überprüfung durchführen, aber es ist möglich, dass einige Verzauberungen abgefallen sind. Ja, ich weiß nicht, was ihr da unten angestellt habt. Es ist möglich, dass sie erneuert werden müssen. Ihr auch, Kapitania. Wobei ich annehme, dass gebundene Artefakte wesentlich bestandsfähiger sein wird. Ich denke, dafür werden wir auch die Zeit finden. Garantiert. Oh, ihr hättet nicht woanders hinzielen können. Naja, also es war ein guter Schuss, also. Oh ja, ein sehr glatter Schuss. Ihr habt den Knochen hervorragend verfehlt. Danke sehr dafür. Aber trotzdem. Spielt das jetzt eine Rolle? Wir müssen zu dieser bodenlosen Grube und die Harfe dort spielen. Wir gehen doch schon. Habt ihr Ideen? Wisst ihr, was ihr spielen müsst? Und wir müssen uns nur mit der Harfe verbinden, magisch. Richtig. Ja, und unser Plan ist trotzdem der gleiche, oder nicht? Oder es ist ganz einfach, sagt Amendarion. Ihr wisst gar nicht, wo er aufgetaucht ist. Ihr müsst einfach nur spielen, was noch im Herzen ist. Und die Harfe macht den Rest für euch. Ja, das stimmt nicht. Das habe ich ausprobiert. Das klappt nicht. Vielleicht ist das, was in deinem Herzen ist, einfach nicht richtig. Hippolyta wühlt gerade so ein bisschen in ihrem Reiserucksack, macht ihn dann wieder zu und schaut dann zu Rafim. Also, wir haben ja vorher noch eine andere Aufgabe, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Ja, wir müssen noch in dieses Gefängnis einbrechen. Genau. Und deswegen sind wir eigentlich hier. Das Gefängnis ist nicht hier, nein. Das ist dann auf der anderen Insel. Ich wollte nur... hätte ja sein können, dass ihr es jetzt vergessen habt. Nein, aber wir sind hier, um Informationen über das Gefängnis zu erlangen. Nicht wirklich auch besonders erfolgreich, wie ich merken mag. Naja, weil wir es nicht gefragt haben. Naja, nur schon. Wir haben ja schon was rausgefunden. Nur aus Interesse. Können wir nicht erst diese Grube zumachen und dann das Gefängnis befreien? Nein. Ich fürchte auch nicht, weil das würde uns viel Aufmerksamkeit erregen und dann ist die Insel in Aufruhr. Aber vielleicht lässt es sich verbinden. Die Admiralin der Perlenmeerflotte wäre sicher bereit, uns zu begleiten. Und vielleicht ist es besser, wenn wir uns der bodenlosen Grube über Land nähern? Oder wollt ihr mit einem Schiff darauf zufahren? Naja, das halte ich für eine selten dämliche Idee, weil die Dämonen eigentlich uns zerfetzen werden. Also ja, von Land ist ein sehr guter Vorschlag. Ihr wisst schon, dass die Archen auch an Land agieren können? Naja, aber ihr wisst schon, dass ich hoffe, dass diese Harfe irgendwas bringt. Ja, wir sollten das Horn mit uns führen. Außerdem können wir doch schleichen über Land. Da haben wir Deckung. Auf der freien Fläche des Meeres sieht man uns doch sofort. Ich stimme ihm zu, aber mir habt ihr nicht eine hervorragende, unerkannte Annäherung an den Landteil des Unheiligtums bereits in der Vergangenheit versucht?
Ja, unbehelligt würde ich jetzt nicht sagen. Es stand ein großer Kampf mit dem Admiral selber an. Nun, aber dieser musste ebenso seine Truppen dann erst einmal an Land verlegen, was euch genug Zeit gegeben hat, im Grunde an den Ritualplatz vorzurücken. Zumindest haben wir etwas Ortskenntnis, das ist richtig. Ich habe bereits darüber nachgedacht. Mit den entsprechenden Gegenmaßnahmen hättet ihr vermutlich den dämonischen Schwarm selbst abwehren können und euch... vergessen wir die Details, ihr seid der Kampfmagier. Vielleicht sollten wir uns eine Strategie überlegen, wie wir dann von der Gruppe wegkommen, wenn wir sie verschließen, wenn die Dämonenarchen noch existieren oder kampffähig sind oder zumindest ihre Beiboote kampffähig sind. Wie ist unser Plan A, um von dieser Insel wieder wegzukommen? Aber darüber sollten wir uns vielleicht jetzt noch keine Gedanken machen. Erst einmal steckt auch der Gefängnisausbruch an. Ja, richtig. Wollten wir nicht noch diesen einen Piraten da befragen in Südwall? Oder erinnere ich mich falsch? Der hatte doch noch Informationen für uns. Das ist richtig, der aus dem Gefängnis ausgebrochen ist. Ja, wie hieß der Bastard denn nochmal? Ei, diese Piratin wollte ihn für uns kontaktieren, oder nicht? Ja, richtig. Haben wir jetzt... Gehen wir jetzt mit dem Boot, mit dem Beiboot wieder zurück zu unserem Schiff, also zu der Avianda, und dann fahren wir mit der Avianda in den Hafen rein oder drehen wir es einfach wieder um? Sollten wir mit der Avianda Südwall noch einmal anlaufen? Damit wir die Informationen von diesem aus dem Kerker ausgebrochenen kriegen? Nein, wir dazu sollten einfach... Dazu brauchen wir die Avianda nicht. Genau, wir sollten einfach nochmal umdrehen. Ich habe das nur ganz vergessen in dieser ganzen Dämonenhafen. Eine Elfengeschichte, bin ich ganz ehrlich. Ja, okay, ich wollte einfach nur fragen, wie wir es jetzt machen. Beides ist ja möglich. Ja, da bist du nicht der einzige, Rafim. Ich hatte in dem ganzen Durcheinander auch nicht mal dran gedacht, aber ich denke, das ist wichtig. Ja, ich denke, wir einigen uns einfach darauf, dass Abelmir uns hätte erinnern sollen und das einfach wieder vergessen hat. Ich? Sehr gut, Abelmir, sehr gut. Ich mache hier die Hauptaufgabe und spiele diese verdammte Harfe und ihr sagt mir, dass ich etwas vergessen habe? Ach, Abelmir. Ich habe diese Ventilie von dem Dämon befreit. Ja, seht ihr? Ihr habt ihn ins Bein geschossen. Also ja, jeder von uns hat etwas dazu beigetragen und ich würde die Verantwortung jetzt ungern auf jemand abwälzen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Diamantes wollte ich nicht wahrhaftig befreit werden. Schließlich hatte ich die Situation im Griff. Nichtsdestotrotz weiß ich euren Reflex und die instinktive Sorge um mein Wohlergehen zu schätzen und möchte euch ermutigen, diesen zu nähren und aufrechtzuerhalten. Komische Art, Danke zu sagen. Gib dir das nächstbeste, was von ihm auch einem dankbaren Lächeln gleichkommt. Das ist vermutlich eher ein groteskes Grinsen, aber hey, man nimmt, was man kriegen kann. Ich würde mich mal zu Diamantis runterbeugen. Manchmal ist Serpentio schon irgendwie komisch, oder? meinst du das ernst? Schau dich hier nur um. Es sind nur komische Gestalten in unserer Gruppe unterwegs. Hallo, ich bin ein Vorzeige-Chorgeweihter. Naja. Also, ich tue mein Möglichstes. Sollten wir jetzt umdrehen, Capitana, weil ich glaube, wir laufen gerade in die falsche Richtung. Ja, allerdings. Sollten wir nochmal alle gemeinsam zurück? Ich denke, es schadet nicht. Sie haben uns bisher nicht beachtet. Sie werden uns jetzt auch nicht beachten. Treffen wir uns mit diesem Mann und kehren gemeinsam wieder aufs Schiff zurück. Ja, können wir gern so machen.